Du? Was machst du da? Mir ist heute etwas Interessantes passiert. Mhm, was denn? Ich habe eine 2-Euro-Münze gefunden. Ja, cool. Und dann? Ich habe geschaut, ob sie jemandem gehört. Und? Und dann ist mir eingefallen, dass Geld immer demjenigen gehört, der es gerade besitzt. Hm. Und dann? Und dann habe ich die 2-Euro-Münze eingepackt. Das war's? Das war's. Und das ist deine interessante Story. Was geht ab, Leute? Du erzählt gerade, dass ihm was Interessantes passiert ist. Und was? Du hat eine 2-Euro-Münze geklaut. Ich hab sie geklaut, ich hab's gefunden. Gefunden? Gefunden? Also, das ist interessant. Wie interessant? Ich find's interessant. Ich find's auch interessant. Es wäre vielleicht interessant gewesen, hättest du es ein bisschen actionreicher erzählt. Actionreicher? Ja, so die Dramaturgie, das Storytelling. Und wo war überhaupt die Pointe? Was? Na ja, halt mit Action. Es begann mit dem raffiniertesten Raubzug, der je in die Geschichte der Diebe eingegangen ist. Aber um darüber zu erzählen, fehlt uns leider das Budget und die Zeit. Darum springen wir direkt zum Höhepunkt der Geschichte. Ich habe sie nicht geklaut. Warte. Ein genialer Raubzug und niemand hat es mitbekommen. Ju nahm die Münze an sich und steckte sie in seine Hosentasche. Doch er bemerkte, er besaß keine Hosentasche. Und dann kommen noch irgendwelche unglaublich teuren Shots. Ah, kann ich? Also ich find's schöner, wenn man die Story musikalisch erzählen würde. Ein Musical. Nein, kein Musical-y. Hä, ich hab nicht Musical. Ein Musical. Was? Sag das nochmal. Ein Musical. Ja, ein Musical. Es ist ein ausgesprochen schöner Tag, die Sonne lacht mich an. Und alles ist so cool, weil ich statt reden singen kann. Schaut doch auf dem Boden, könnte das ne Münze sein. Ja, wirklich? Wenn sie nur mal. Schau, er hat recht. Na los, Ju, geh hin und heb sie auf. Sowas findet man nicht alle Tage. Du Glückspilz, du. Aber die gehört doch schon bestimmt jemand anderem. Ach, die kleine Misset kann sich mal ins Knie fallen. Ich hebe nun die Münze auf in meinem Pyjama. Krieg ich sie auch mal kurz? Ich möchte nur mal gucken. Ja, okay. Stellt euch mal vor, wie viel Wert eine 2-Euro-Münze in der Zukunft haben würde, wenn es gar kein Bargeld mehr gäbe. Ein einzigartiges Sammlerstück. Öffne deine Augen, Jubot. Ich erkenne sie. Faszinierend, nicht? Ich bin Rezo, dein Programmierer. Du siehst mich heute zum ersten Mal. Du bist die schlauste künstliche Intelligenz, die jemals programmiert wurde. Nein, bleib bei mir mit dem Blick. Bin ich schlauer als sie? Nein, noch nicht. Jetzt bin ich schlauer als sie. Nee, nein, nicht. KIs müssen doch nicht immer in so einem Schreckensszenario enden. Ja, stimmt. Wie lautet meine Aufgabe? Kannst du mir sagen, was das ist? Dürfte ich es sehen? Ja klar, hier, bitteschön. Eine 2-Euro-Münze, die letzte auf diesem Planeten. Die Spuren auf der Kupfer-Nickel-Oberfläche sind wertvolle Informationen für meine Datenbank. Scanne. Nee, das ist alles irgendwie blöd. Ihr seid viel zu brutal. Da fehlt die Liebe, die Romantik, die L-I-H. L-I-H. Ja, na, die Emotion da halt. Sowas hier. Und ich hab dich auch nicht. Das ist kitschig. Warte, der beste Teil kommt jetzt erst. Oh. Kann ich wenigstens die 2 Euro haben? Ich nehme sie einfach mal. Viel Spaß. And get a room. Was ist? Jetzt ich. Das macht keinen Sinn. Die einzige Art, um etwas ohne diesen persönlichen Schnickschnack zu erzählen, ist eine Dokumentation. Unser blauer Planet. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2017. Eine unerforschte Spezies hat sich auf unserem Planeten Erde niedergelassen. Der Influencer.
Sie halten sich für Kollaborationszwecke oft in gemeinsamen Wohnungsbauten auf und kommunizieren auf eine uns bisher unbekannten Art digitaler Natur. Oh, der Stammesälteste der Influencer hat etwas entdeckt. Ihr Lebenserhaltungstrieb wird gesteuert von allem, was glitzert und glänzt. Der Influencer nähert sich behutsam der Beute und durch mehrfaches Erschnüffeln und Abtasten des Fundes überprüft er, ob es sich nicht um eine Karnevalattrappe aus Kakao handelt. Der Influencer ist sich nun sicher und sucht jetzt Materialien, um sein Revier zu markieren und zu schützen. Doch andere Influencer seines Stammes wittern die Kupfer-Nickel-Beschichtung der Münze und die Gier steigt. Mit aller Kraft verteidigt der Influencer sein Revier und schlägt seine Feinde in die Flucht. Geschlagen und vertrieben müssen sich die anderen Männchen wohl eine eigene Münze suchen. Oder so ein richtig geiler Krimi. Wir haben Beweise, dass du die Münze genommen hast. Aber wieso saß ich überhaupt hier? Das ist doch dein Video, das musst du doch wissen. Irgendwie check ich diesen Krimi gar nicht mehr. Nein, bei Krimis checkt man auch erst am Ende, worum es ging. Und ich habe Durst. Joey, falsche Tasse. Nochmal. Lecker Tee. Dazu sage ich nur Prost. Zu früh, Joey, zu früh. Mann. Lass aber zusammen machen. Aber wer hat denn jetzt Joey die Münze in die Tasse getan? Und somit fängt der Krimi erst an. Ah lol, Plot-Twist oder was? Also geht's jetzt hier erst richtig los? Ach Leute. Es kann nicht immer alles spannend wie ein Actionfilm sein. Auch kann man nicht dauernd singend durchs Leben laufen, wie in einem Musical. Die Liebe zu finden, verläuft nicht immer wie in einem Liebesfilm. Und es ist nicht immer das Beste, schlau wie ein Computer zu sein. Ich weiß, das Leben auf diesem Planeten ist nicht immer durchgeknallt. Und es gibt nicht immer einen Plot-Twist. Doch selbst aus einer simplen Situation, wie dem Finden einer 2-Euro-Münze, kannst du etwas Interessantes machen, so wie wir dieses Video gemacht haben. Auf Basis einer wahren Situation von mir. Interessant. Habe ich ja am Anfang des Videos gesagt. Boah, wir hatten so viel Spaß. Musst du immer am Ende so mega tiefsinnig sein. Ist das eigentlich ein Fake-Kamin? Sag mal, habt ihr eigentlich Hunger? Wollen wir ein bisschen was zu essen bestellen? Boah, Rizzo, du machst es gerade nicht besser. Wieso? Wieso warst du denn überhaupt hier? Was? Die Schnauze! Wir haben Beweise, dass du die Kamera genommen hast. Die Kamera? Dass du die Münze genommen hast. Alter, was ist das? Noch in der Hose. Echt jetzt? Oh, das ist richtig am Arsch gegangen, die Hose. Wir sind zusammen so groß wie Joey. Ja. Warum sehen wir überhaupt so aus? Das hat den Grund, dass bald Weihnachten ist. Nein, gar nicht. Was gibt's Geileres als die Pyjama-Gang? Ich möchte euch gerne mal vorstellen hier auf diesem Kanal. Ihr seid beide so. Ich bin der Rizzo. Er ist der Joey. Hi, Studium Bam. Und wir sind heute mal zu Gast auf diesem Kanal. Ja, die sind zu Gast auf diesem Kanal. Bitte abonniert. Ja, wie gesagt, Leute, das ist auch teilweise das Gewinnspiel. Also das Gewinnspiel von Bibi geht hier gerade auf unserem Video weiter. Das heißt, wenn ihr hier Abonnent seid, könnt ihr auch bei Bibi gewinnen. Genau, ihr müsst Bibi abonnieren, alle. darf man das bringen? Weiß ich nicht. Das Video ist aber noch nicht zu Ende, denn es geht noch weiter und zwar auf diesen beiden anderen Kanälen. Wir haben eine Playlist geschaffen, wo, ich würde mal sagen, auch die krassesten Videos aller Zeiten. Ich rufe immer so einen Bullshit rein. Du rufst immer so einen richtigen Brecher rein. Wo man sag doch mal was, also, dass sie die angucken sollen oder so. Du musst ja YouTube-Profi. Warum sollte man dich abonnieren auf YouTube? Oh nein, das ist doch so. Lol. Was? Oh, warte. Ich spüre von Weitem, dass ihr eine sehr intensive Trockenheit in der Kehle habt. Diese Tassen waren so teuer. Es gibt eine Playlist mit allen Pyjama-Videos unten in der Videobeschreibung. Die sind cooler als Videos von Leuten, die keine Pyjamas tragen. Das stimmt. Du hast jetzt noch okay, ich hab Zeit, das so heftig zu pushen. Das Video ist voll so, boah, und du denkst so, boah.
nehme einen Schluck von diesem, Bruder. Super, viel Spaß gehabt, auch wenn ich mega krass bei deinem Video verloren habe. Stimmt, du hast richtig reingeschissen. Das ist super, ja, voll, voll witzig geworden. Und bei dir? Oh, ja. Bei mir Musik ist auch super halt, ne? Geiler Song. Wir müssen jetzt 5 Minuten Abmod machen, weil Jules gesagt hat, er muss die Videos auf 20 Minuten strecken, deswegen müssen wir... 30. Hier im Bild klicken oder hier im Bild klicken? Da ist was. Da ist was, hier ist was. Doch, da ist was. Ich glaube, man sieht euch jetzt gerade auch gar nicht mehr. Man sieht, glaube ich, nur noch mich, weil ich werde wahrscheinlich eure Videos genau vor euer Gesicht packen. Das ist angemessen. Das ist sehr angemessen, ja. Und jetzt kommt noch eine nicht geskriptete Verabschiedung. Stay fresh and subs. Was? Ich hab doch...